Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei South Park, die rektakuläre Zerreißprobe mit dem Ralf. Und in der letzten Folge, da haben wir hier die Sechsklässler platt gemacht. Und wir gehen jetzt einfach mal direkt weiter zu unseren nächsten Hauptmission, da unten beim guten Jimmy, unseren Speedfreak. Gucken wir mal, was der für uns so zu tun, oder was der für uns hat. Aha. Missionen, um deinen Charakterbogen auszufüllen. Aha. Schnellreisepunkt freigeschaltet. Glückwunsch, das Schnellreisesystem ist voll ist bereit. Mit weiteren Stationen kannst du dein Netzwerk erweitern. Bei Schwierigkeiten kommt Blitzkrieg vorbei. Bis dann! Blitzkrieg freigeschaltet. Aber jetzt habe ich die ganzen Nachrichten nicht gesehen auf Kunstwerkram. Das geht ja nicht. So, wo waren wir auch? Da waren wir aufgehört, oder? Fantastische Neuigkeiten, das Schnellreisesystem läuft. Ich glaube, das war die letzte. Dann haben wir hier. Gefahrenwarnung. Die Straße zum Racens wird von dummer Lava blockiert, aber die Gasse an der Hauptstraße ist frei. Was das? Oh, du gehst ins Racens, neuer. Grüß Lexus von mir. Ich schätze, sie vermisst mich wirklich sehr. Hänge nur mit meiner besten Freundin Lexus ab. Von Clyde. Porsche gibt mir immer mehr scharfe Soße, sie ist die beste. Mercedes hat mir vor dem Essen ein zusätzliches Serviette gegeben. Sie ist so toll, gute Idee, das Zeug ist super klebrig. Graf ich jetzt gerade nicht so ganz, aber mein Gott. Okay, wir müssen also unseren Bogen weiter ausfüllen. Ja, das habe ich ja schon gesehen. Hast du bei Sloppy Seconds was für uns übrig gelassen? Nö. Gehen wir mal da rein. Hi. Wer sind Sie? Du bist mit Wendy befreundet? Darum ist sie so ein kluges Mädchen. Wendys Mom. In Ordnung. Da wird Wendy aber echt überrascht sein. Ja, komm, mein Follower. Guck nach oben. Nicht geradeaus. Meine Tochter, die zeigen, wie das geht. Ach komm, na dann. Wollte eigentlich, dass es sie anguckt. Kann ich zurück an die Arbeit? Danke. Alter, Wendy's Mom hat echt ein schickes Büro. Sei immer schön fleißig in der Schule und dann arbeitest du eines Tages vielleicht auch in einem so schönen Büro. Cartman und arbeiten? Was? Finde den Fehler. Oh. Mir passiert. Oh, da ist so ein Bild. Ui. Pool voll Scheiße, toll. Verbesserter Gesundheitsdrink. Okay, bringt mir noch nix. Jetzt muss ich hier jemand foltern. Komm hier. Es ist gesperrt. Schade.
Ja. Die Mobile. Was haben wir denn hier? Interesse an einem Vertrag, gegen den dein aktueller aussieht wie Hundescheiße? Nö. Wie kann ich dich von unserem Freundes- und Familientarif überzeugen? Gar nicht. Die Zentrale hat uns neue Ware geschickt. Interesse? Die Schallplatte vom Randy. Oh, geil. Oh, Boombox-Ausrüstung. Demo bei Angebot. $30. Nie, lass mal. Oh, lieben gerne. Sobald du dich für einen Tarif entschieden hast. Ah, muss ich dem wirklich $30 dann geben? Kapitalistenschwein! Post Office. Ich räume mir mal die Fächer aus. Ist das okay? Ja, ist okay. Gesperrt. Ach, verdammt. Hallo? Kommt dir die Höhenluft nicht? Soll ich dir einen Therapeuten organisieren? Wozu brauche ich einen Therapeut für Höhenluft? Und hier. Erinnerst du Schneckenpost? Ja, ich erinnere. Ja, ich erinnere richtige Briefe. Und erinnerst du auch noch Schreibschrift? Klar, ich erinnere. Aha. Oh. Okay, aber da komme ich noch nicht ran. Oder komme ich von oben ran? Oh. Bist du der, den ich für dich halte? Ja, gut. Tut mir leid. Komm wieder, wenn du mehr Klassen auf deinem Superheldenbuckel hast. Okay. Krasses Spektakel gestern Abend. Krasses Spektakel. Wenn du meinst. Oh, aber nochmal ein Yaoi-Bild. Sonst sehe ich hier nichts. Ist deine Mama hier? Geh und warte draußen an der Straße auf sie. Also, wenn dein Outfit mich aufmuntern soll, das ist dir gelungen. Unglaublich, dass eins von euch Monstern in mir drin ist. Aber nicht mehr lange. What? Oh je. Das kommentiere ich jetzt lieber mal nicht. Sieh dir an, was wir haben, bevor sie uns die Bude dicht machen. Gott, um der alte Gladiator. Ach, schade. Man kann hier sich nicht mehr zum Hasselhoff umkommen, oder? Vielleicht auf dem Günststuhl. Oder war das woanders? War das nicht hier? Hey, im ersten Teil konnte man sich als Hasselhoff umoperieren lassen. Was haben wir hier? Sonderangebote für Wings im Raisins. Wenn man einen Freund mitbringt, denkt dran, die Gasse zu benutzen und sagt ihnen, Mosquito hat euch geschickt. Verdammt, Mosquito, dieses Flittchen saugen dich aus. South Park könnte ein paar Heldinnen gebrauchen. Oh. Hi, Spielkamerad. Mit den Knallerbsen kannst du Feuer machen oder ein Feuerwerk starten. Versuch's mal. Oh, die sind aber 60. Aber ich kann die damit schwächen. Kampfvorteil. Nee, Plan ändern kann ich nicht. Ich habe noch nicht genug Leute dafür. Es ist ein großer Fehler, sich mit Cocoon and Friends anzulegen. Zeig uns, was du drauf hast. Mist, so weit komme ich nicht. Deshalb kann ich auch hinten bleiben.
Oder mache ich dann lieber den hier? Ne, dann mache ich lieber den hier. Woher hast du Laser? Ich will auch Laser. Nehmt eure Medizin, Zwerge. Wie ein Witz. Oh. Alter, verausgab dich nicht. Er ist das nächste Ziel meiner grenzenlosen Wut. Euch Platz zu machen fällt unter Antiaggressionstherapie. Meinst du? Ich glaube nicht. Piu, piu. Kleiner Rückschlag. Also los. So, jetzt bist du dran. Ich hab genug von dem Kack. Oh, bam! Ich fühle mich so schwer. Oh, rein, Neuer. Das gibt garantiert eine Narbe. Jetzt aber schnell. Jo. Oh, falsche Taste. Cool, Friends, für immer. Coole Attacke. Viertklässler versohlen, geile Sache. Ohne zu zucken, Respekt. Ja, verbrenne, du Sack. Und der ist verlangsamt. Super. Lass dich da von deinem Freund passieren. Der Wind der Gerechtigkeit. Nö. Nee. Gebe ich dir erstmal ein Schild. Das ist die richtige Einstellung. Weiter so. Auf die Fresse. Los, Wunderarsch. Oh nö, da lenkt er das. Bam, bam, bam. Das habe ich kaum gesehen. Bereit, Feinde, in Machtgeschwindigkeit fertig zu machen. Und was ist das? Tauscht Plätze mit einem Verbündeten. Und heilt ihn. Okay. Alter, chill. Für Viertklässler seid ihr echt sehr erbrocken. Ja, ich schieb dir die Faust so tief in den Arsch, dass ich dir die Zähne putzen kann. Selbst in der Hölle kommt nichts dem Zorn des Kite gleich. Ach komm, ich will ultimative Kraft einsetzen. Hau rein, Yugi! Wams! Schön, dich vom Gegenteil überzeugen zu können. Wer sagt, du hast mich überzeugt? Gefällt mir. Her mit dem Zeug. So, was haben wir denn hier noch? Wer bist du denn? Nimmst du Jesus Christus als deinen Herrn und Retter an, du kleine Ausgeburt des Teufels? Nee! Und du? Bist du ein kleinwüchsiger Erwachsener mit Kostüm? Nein, ich bin Ezio Auditore de Firenze. Komm aus Italien. Und geölt. Geh doch da hoch. Oder kannst du da nicht hoch? Ach, schade. Ich wollte zum Podest hochlaufen. Und wer bist du da hinten? Interessanter Look, Junge und oder Mädchen.
Geschlechter sind mir gleich. Aha. Ach. Gürtende Kettenrezept. Komischer Name. Also manchmal ist die deutsche Übersetzung echt ein wenig komisch. Okay, was haben wir denn hier? Ich kann hier nicht hindern. Ah, da ist wieder eine Idee. Unter uns, bei den Bullen hier habe ich ein ungutes Gefühl. Eine Tasche? Okay, muss ich wahrscheinlich von hinten rein. Falls es geht. No. Und von hier? Jawohl, von hinten komme ich. Aber nicht weiter. Mein Zeug. Ja, dann gehen wir mal ins Rathaus. Schön, dass sich junge Leute noch für Lokalpolitik interessieren. Wenn die Chefin dir nicht folgt, folge ich dir auch nicht. Ach komm. Weißt du jetzt, wer die Bürgermeisterin und mich arbeitslos machen will? Vielleicht, wenn die Bürgermeisterin dir folgt. Ha! Doch gleich gefunden. Wenn du immer fleißig lernst, dann wirst du vielleicht auch mal Bürgermeisterin von einem Kuhkaff. Na toll. Kompendium der Kiste. Okay. Oh, war da nicht auch eins? Jawohl! Hätte ich fast übersehen. Hey, kleiner Yaoi-Jäger. Ich habe eine Geldbelohnung bei deiner Mom abgegeben. Sie meinte, sie legt sie in dein Zimmer. Viel Spaß und bis bald. Tja, denn... neue Haare bekommen? Stimmt ja, die geölten. So. Charakterbogen. Ja, ich will das nicht immer von Hand aktualisieren müssen. Das nervt mich ein bisschen. Okay. Ich will jetzt nichts Stärkeres. Ne, bleibe ich bei dem. Oh, Polizei. 1-2 Polizei. Kann ich mit euch reden? Ah, Chips. Sorry, ich mach nicht mit jedem Selfies. Was bist du denn? Ein Yoga-Lehrer? Natürlich. Dann sagt der Spaghettifresser zum Polacken: Schlitzaugen schön und gut, aber Niggerweiber haben größere Muschis. The fuck? Verzieh dich. Mit Anfängern mache ich das nicht. Verbrechen zahlt sich nicht aus, außer du bist ein Cop. Aha. Immer schön erstmal alles looten. Beurlaubungsblock. Haben wir da? Okay. Was haben wir denn hier? Donut. Mein Donut.
Okay. Da kommt nichts raus. Quotes. Oh, das ist ein Yayoi-Ding. Das waren Naruto und Sasuke. Uiuiui. Nicht viele Komponente kaufen. Toilette. Ha. Der muss natürlich. Oh, das gucke ich mir gleich an. Was haben wir denn hier schon wieder gefunden? Ah, so komme ich aufs Weiberklo. Yolande-Perücke. Ah, ich kann mir schon denken, was ich die brauche. Tja, dann drück mir hier natürlich auch einen rein. Druck! Mehr Druck, mehr Druck, mehr Druck! Raus damit! Das wohl das andere, was wir noch gebraucht hätten. Oh. Drogenfläschchen gefunden. Ja, geilo. So. Was haben wir hier noch Schönes? Einkaufen will ich nicht. Okay. Observer Room. Was haben wir hier noch? Short. Hm. Hallo und willkommen. Ich bin ein netter Detective. Wie heißt du? Aha. Kein Problem. Sag einfach Bescheid, wenn du reden willst. Netter Detective. Natürlich. Gar nicht creepy hier. Nein, nein, nein. Komm, setz dich. Lass uns quatschen. Schön, dass du da bist. Setz dich. Hey, eine Hand wäscht die andere. Also, warum lauft ihr hier herum? Haltet ihr euch für kleine Superhelden, Selbstjustizler, so wie Ben Affleck? So viel Aufmerksamkeit ist schon beängstigend. Aber nicht so sehr, wie sich an Jareds langem Sandwich zu verschlucken. Das habe ich selbst geschrieben. Ich mache nebenbei Stand-Up-Comedy. Ich will umsatteln, zu viel Verbrechen. Du verteilst mein Bild in der Stadt und ich zeige dir, was in meiner untersten Schublade ist. Willst du dir das mal ansehen? Hä? Bitte lächeln, wenn du mein Foto unter die Leute bringst, gebe ich dir was. Aha. Hey, eine Hand wäscht die andere. Komische Sachen müssen wir für den machen. Oh, oh, wen haben wir denn da? Ja, noch so ein Nachwuchsverbrecherschreck, Männer. Habe ich nicht recht? Die Polizei schätzt die Mithilfe besorgter Bürger. Ich denke, wir können unserem Nachwuchsdetektiv einen Kinderspezialfall geben. Okay, hör zu. Ein neuer Player mischt die hiesigen Syndikate auf. Ein echt
echt übler Bursche. Ein Verbrecherlord, der den gesamten Drogenmarkt der Stadt kontrollieren will. Wir konnten ihn bis dahin verfolgen. Geh da rein und schalte ihn aus. Du gehst vor. Meine Männer kommen nach. Wenn du den Drogenbaron erledigst, kriegst du diese Nachwuchsdetektivmarke. Schick, was? Und jetzt los! Okay. Das nennt sich Kinderarbeit, was ihr da macht, gell? Muss ich jetzt die anderen Bullen wieder hin? Ah, jetzt hockt ihr auf einmal da. Du tust, was wir sagen, und wir erschießen dich nicht, okay? Was? Verzieh dich, Junge. Nimm dich vor finsteren Gestalten in Acht. Du weißt schon, finster. Ich bin gerade beschäftigt. Na denn? Oh, ich wette, du findest ein Plätzchen in der Polizeiwache für meine Kopfaufnahme. Immerhin werde ich wegen extremer Ausgelassenheit gesucht. Hä? Ah. Gut, das wird mir dann auch angezeigt, wo ich das hinhängen kann. Finde ich gut. Du weißt, dass rund um das Rathaus viel los ist. Vielleicht stellst du die Bürgermeisterin... drauf geschissen. Vielleicht stellt die Bürgermeisterin mich für einen Wahlkampfspot an. Einen total lustigen. Natürlich. Du bist auch voll hilarious und so. Muss ich so weit weglaufen oder laufen fahren, je nachdem. Das ist auch 20, das ist auch 20, das ist noch 0. Aber jetzt sind wir schon hier und dann mache ich doch erstmal das. Vielleicht habe ich da hinten ja einen Schnellreisepunkt. Okay, hat mir jetzt nichts gebracht. Ich dachte, da kommt jetzt irgendwas Lustiges, weil das so ein Bereich ist. No, ne. Polizeikiste? Konfiszierter Fusel, natürlich. Quesadilla Special. So. Noch irgendwelche versteckte Sachen? Da hinten. Oh, und der Schnellreisepunkt. So. Dann hätten wir das schon mal. Dann stellen wir uns mal hier schön für die Kirche hin. Denn an dieser Stelle würde ich die Folge hier beenden. Und ich danke fürs Zusehen und hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch gerne ein Like da und kommentiert in die Kommentare, wie ihr dieses South Park Game so findet, ob es auch euren Humor so trifft oder nicht, oder was ihr davon generell haltet. Und wenn ihr unseren Content feiert, dann könnt ihr auch gerne unsere Videos auf Instagram, Facebook, Twitter, USW teilen, um unsere Reichweite zu erhöhen, damit mehr Leute unsere geilen Videos schauen und unsere Community einfach größer wird. Und wenn ihr es noch nicht schon getan habt, könnt ihr uns auch gerne ein Abo da lassen und die Notation Bell betätigen, damit ihr mitbekommt, wenn wir live gehen und ihr mit uns im Live-Chat chatten könnt. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.